Als wir damals in der Großstadt waren und Besorgungen machten im Zentrum von Santiago, da sahen wir viele Bettelleute und da habe ich mich vor diese Bettelleute hingestellt und habe dir gesagt, also eins möchte ich, dass du dir merkst, du musst in dein Leben kämpfen. Den Tag, wo ich dich so sehe, den Tag bin ich nicht mehr deine Mutter. Die Kunst hat sich eigentlich so ergeben. Ja, ich habe mich immer mit Zeichnen beschäftigt und das hat sich ergeben mehr, als was ich es wollte. Ich wollte eigentlich immer Tänzer werden. Ich beobachte sehr viel, ich mag beobachten. Meine Bilder entstehen aus, was ich im Tag irgendeine Begegnung, irgendwas gesehen habe, gerade meine Stimmung. Wenn ich zum Beispiel cremig bin, dann werde ich höchstwahrscheinlich mit dunklen Farben arbeiten und motivemäßig werde ich mehr einen Rücken zeigen. Oder wenn ich wütend bin, dann zeige ich gebalgten Körper oder aggressiven Farben. Ein guter Beispiel ist dieser Bodybuilding. Wir kannten uns nicht, wir haben uns begegnet. Es war eine starke Kühle da und eine Unsicherheit. Und diese habe ich eben in diesem Bild rausgebracht. Ich meine, das ist ja ein Künstler, zu von seinem Standpunkt Dinge zu sehen. Dann habe ich eine Zeit lang wirklich fast ausschließlich nur mich porträtiert und gemalt. Und dann habe ich mich ohne Arme gemacht und möglichst dann nackt, um zu zeigen, dass man auch eine eigene Ästhetik hat. Ich habe eine ganze Serie über den Ikarus, wo ich also mich selber mit Flügel gemalt habe. Vögel haben mich ja schon immer fasziniert, von der Leichtigkeit, von der Freiheit wegzufliegen, wo sie hin sie wollten. Und das war immer so, dass wenn ich zur Schule gegangen bin, dann bin ich so unter ein Hochspannungsmast vorbeigegangen und habe mal nach oben gesehen und dann habe ich die Federn runterkollern sehen und habe gesagt, da oben muss ein Nest mit, wie sagt man, Nestlinge sein und das gehst du irgendwann mal holen. Was passiert ist, was man mir erzählt hat, weil ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich, dass ich mich bis vor den Pfosten gewesen bin und danach nichts mehr. Als ich den Vogelnest greifen wollte, der Vogelmutter rausgeflogen ist, rausgeflattert und durch diesen Flattern oder diesen spontanen Moment habe ich mich dann erschrocken und das Gleichgewicht verloren. Und um nicht runterzufallen, habe ich mich eben in den Kabeln, die so um mich waren, festgehalten. Und dann ist es eben passiert. Ich wachte im Krankenhaus auf, 6 Stunden später, also ich war ohnmächtig. Nach 3 Tagen, wo man versucht hat, also alle Mögliche zu retten, weil die Arme waren ja verkohlt bis zum Ellbogen und weiter, also starke Verbrennung weiter oben, hat man mich nach Santiago de Chile gebracht und da hat man mich operiert. Da erstmal nur bis zum Ellbogen und dann 3 Monate später musste das nochmal operiert werden und amputiert werden bis zum Anfang der Schulter, weil Brand reingekommen ist. Ich war 9. 9 Jahre.
Auf irgendeine Art und Weise bin ich auch ein Exhibitionist und das finde ich gut. Also mir kommt das echt zugute. Allerdings weiß nicht immer, ich muss echt sagen, dass sich das durch meine Behinderung mehr oder weniger ergeben hat, weil es, ja, die Leute gucken so oder so, ob ich ganz gescheit gekleidet bin oder ganz verrückt. Aber ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß daran, den Leuten die Augen zu öffnen, wie dumm es ist, sich hinter so bürgerliche Sachen zu verstecken und zurückzuziehen. Also Vor dem Unfall hast du mir Probleme auferlegt, indem ich merkte, dass du doch anders warst als die anderen Kinder. Das war für mich ein großes Problem, weil bevor ich 22 Jahre alt wurde, hatte ich ja keine Ahnung, dass es Homosexualität gab. Mhm. Und auf einmal entwickeltest du diesen Hang zu Frauenkleidern und du schlüpftest auch so gerne in meine Schuhe rein. Mhm. Und dabei ging einige zu Bruch. Ja, als ich das bemerkte, versuchte ich in Gesprächen mit Ärzten, mit Psychologen herauszubekommen, wie ich dir helfen konnte. Aber die Ärzte konnten mir damals auch nicht helfen. Sie meinten, man müsste warten, bis die Pubertätszeit bei dir gekommen wäre.
Es war diese Zeit, wo ich also wirklich dann ausgebrochen bin aus mir selber und wo ich mein wahres Ich gesucht habe. Und habe mich also sehr, sehr intensiv als Transvestit ausgegeben. Ich habe versucht, also eine Frau total zu gleichen. Und da hatte ich immer verschiedene Klamotten gemacht, die ich mir selber genäht habe, selber zurechtgemacht habe. Es war schon verrückt, weil ich, als ich angefangen habe, hatte ich eine uralte Maschine und als ich dann, ich nähte immer so abends, so von 1 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens, gerade die Zeit, wo die Leute schlafen wollten. Und da die so gerattert hat, hat sie unten das ganze Haus vibriert. Da hatte ich irgendjemand, der andauernd die Tür klopfte, ob das doch nicht leiser ging. Da habe ich einfach ein Kissen drunter gelegt. Ich hatte es ja so weit getrieben, dass ich mich angemeldet habe, um eine Operation zu machen, und zwar mich als Frau umzuwandeln. Da habe ich Ihnen die Entscheidung total überlassen, weil ich der Meinung war, dass es er war und es ist seine Person. Und das war für mich klar, dass der Ernst diese Entscheidung auch für sich, so schwerwiegend wie sie war, musste er sie alleine tragen. Ich habe mir dann noch intensiver Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich eine Frau sein wollte. Und dann habe ich nur festgestellt, oder bin ich zum Ergebnis gekommen, dass ich akzeptieren wollte, werden wollte in meine extreme Art. Ich sah Frauen, die durften Hosen tragen, niedrige Schuhe, sich die Haare fast kahl schneiden. Die dürfen alles tragen, ohne dass sich großartig jemand darüber aufregt. Ich meine, okay, so regen sich einige auf, aber es wird immerhin noch akzeptiert. Sie können überall reinkommen, eingelassen werden, sei es in eleganten Abendkleider oder total verlottert oder was auch immer. Die haben also die total Narrenfreiheit als Frau in Beziehung Klamotten. Ich habe mich ja deswegen dann auch nicht operieren lassen. Ich habe gesagt, also wenn das der Grund ist, ist es nicht wert, durch so viel Schmerz und Leid durchzugehen. Und ich hatte von Krankenhäusern die Schnauze voll, das wollte ich also nicht durchmachen. Ich versuche, meinen eigenen Körper ästhetisch darzustellen und dadurch ist auch diese ganze Performance-Reihe entstanden. Dadurch, dass, als ich in Kassel war, mein Professor gesagt habe, dass ich eigentlich eine wandelnde Performance wäre und ich bräuchte also überhaupt mich nicht anzustrengen, alles, was ich täte, wäre eine Performance. Dann habe ich natürlich angefangen, diesen Begriff Performance zu studieren, was ist eine Performance. Und ich bin echt wirklich dazu gekommen, dass es eine verschlüsselte Form von Ausdruck ist, das ist alles, was es ist. Und verschlüsselt ist natürlich für die Leute das, dass sie nicht wissen, wie ich dazu gekommen bin. Dass wenn sie mich sehen und einfach nur ein Ergebnis sehen, neugierig sehen, was dahinter steckt und dadurch ein Gedankengang in Gang gesetzt wird. Dann später, als ich nach New York gegangen bin, dann habe ich also Performance gemacht, die Venus von Milo. Die ist dadurch entstanden, dass ich zeigen wollte, die Ästhetik des behinderten Menschen. Und dann habe ich gesehen, wie viel Statuen bewundert werden wegen ihrer Schönheit und durch Unfall oder durch irgendwas haben sie dann auch die Arme verloren und an der Schönheit und an der Ästhetik haben sie gar nichts verloren. Thank you.
Ich hatte mal einen Traum, da bin ich vom Baum gefallen und dann habe ich mich den Rücken irgendwie verstaut und dann habe ich so einen Buckel gekriegt und dann war ich also ganz unglücklich. Und nach einer gewissen Zeit, da sind ganz langsam Federn rausgekommen und eben Flügel entstanden aus diesem Buckel. Und ich war also sehr, sehr glücklich, fand das total gut und habe angefangen zu fliegen. Alles sehr gut, bis ich auf den Moment gekommen bin, wo ich Leute treffen musste. Und plötzlich mir wurde bewusst, dass Flügel zu haben so was Abnormes war, dass man es wieder verstecken musste. Und ich lieber mit einem Buckel rumlief, als meinen Flügel zeigen würde. Weil in dem Moment, wo ich meine Flügel zeigen würde, würde ich in Gittern gesperrt werden, um als Sehenswürdigkeit gesehen zu werden. Thank you.